Herzlich willkommen bei Raspberry & Co. Heute stelle ich mal ein ganz spezielles Smartphone vor. Und zwar hier dieses Teil hier, das Orkitel K10. Ja, wir kennen ja Orkitel schon als Akkumonster, aber das Orkitel K10 legt hier nochmal eine Schippe drauf. Ich pack's soweit mal langsam aus. Wir sehen es hier, das ist ein riesen Brummer, richtig dick, so ein dickes Smartphone habe ich noch nie in der Hand gehalten. Ja, das macht eben der Akku aus. Das Orkitel K10 hat nämlich einen Akku von 11.000 mAh. In der Theorie, wir schauen nachher auf jeden Fall, wie viel hat er wirklich drin, werden sicherlich nicht ganze 11.000 sein, aber das ist schon mal ein Wort. Ich meine, manche Laptops haben gar nicht mal so viel Akku wie dieses Orkitel K10. Ja, wir schauen hier weiter mal so ein bisschen in den Packungsinhalt nebenbei. Wir haben hier zum Beispiel ein Silikoncase, ist mit dabei, macht das Teil dann eben noch dicker. Alles ist schon mal foliert, vorne und hinten. Hinter dieser hinteren Folierung hat man so ein bisschen Leder, das zeige ich auch gleich mal. Aber wir packen mal das Smartphone bzw. hier den Packungsinhalt mal aus und schauen, was wir alles so bekommen. Also in diesem Päckchen sind ein paar Kabel, jawohl. So. Hier haben wir einmal so ein SIM-Werkzeug, klar, ist immer mit dabei. Hier sehen wir einen Adapter und zwar einen USB-C zu Klinkenstecker. Heißt, das Orkitel K10 hat hier keinen direkten Klinkenstecker, unten, links, rechts, nirgendwo. Dazu braucht man eben diesen Adapter. Dann sieht man auch sofort, ja, das Smartphone hat USB-C. Sieht man hier auf der Unterseite. Das finde ich schon mal richtig gut. Schade nur, dass man hier einen Adapter braucht. Das gefällt mir meistens nicht so gut. Natürlich kriegen wir ein Kabel mitgeliefert. USB zu USB-C zum Laden. Dieses Kabel kennen wir auch von Orkitel. Das ist so ein Adapter. Da kann man ein USB-Kabel anschließen. Hier zum Beispiel. Und ja, an der Seite an den Orkitel anschließen. Und dann könnte man praktisch einen Freund aushelfen, wenn sein Akku leer ist. Ja, mit diesem Adapter möglich. Ist immer bei Orkitel dabei. So, schauen wir mal in dieses Päckchen rein. Hier ist das Netzteil. Und das ist auch mal was ganz Spezielles. Und zwar ist es nicht nur Fast Charge, sondern noch viel stärker. Also mit diesem Ladegerät lädt man die 11.000 mAh doch relativ schnell auf. Da es mit 5 Ampere rauswärts eben Strom liefert. Zum Vergleich, Fast Charge gibt 2 Ampere aus und die ganz normalen Netzteile meistens so etwa so 1 Ampere. Also auch das hier ist was ganz Spezielles beim Laden. Jawohl, das wäre es vom Packungsinhalt. Schauen wir uns ein bisschen mal die Spezifikation an, aber gar nicht mal so viel, weil darauf ist einfach dieses Smartphone nicht ausgelegt. Das ist wirklich einfach ein Akkubrummer. Und darauf möchte ich viel mehr eingehen als auf die Spezifikationen. Ich werde natürlich AnTuTu mal zeigen, was für einen Wert ausgibt, ob soweit alles flüssig läuft, klar. Aber ich konzentriere mich in diesem Video vor allem auf den Akku. Schauen wir uns jetzt mal im Schnelldurchgang mal die Spezifikationen an vom Orkitel K10. Wir sehen, wir haben ein Display von 6 Zoll. Größe im Format 9:18, ist ja im Jahr 2018 oder auch schon Ende des Jahres 2017 ganz normal geworden. Das Ganze in Full HD Plus, weil eben das Format 9:18 ist statt 9:16. Gut, wir haben ein Android 1.1 System, kaum Veränderungen, aber so ein paar Kleinigkeiten sieht man, zum Beispiel die Icons wurden so ein bisschen verändert, aber ansonsten ist es ein ganz schlankes Android 1.1 System. Was ich ganz gut finde, auch keine unnötigen Apps wurden installiert. Ja, das finde ich ganz gut. Dann kommen wir mal zur CPU. Wir haben hier ein MTK 6763, auch bekannt als Helio P23. Das ist ein Octa-Core, im Schnitt ungefähr 2 GHz. Das sind zwei verschiedene Kerne, also 2x4 Kerne. Einer hat ein bisschen weniger Taktung, der andere ein bisschen mehr. Ist im Schnitt ungefähr 2 GHz, kann man so sagen. Dann haben wir 6 GB RAM, 64 GB Arbeitsspeicher, nein, nicht Arbeitsspeicher, sondern Speicherplatz für Daten, Musik und so weiter. Das Ganze kann aber auch erweitert werden durch das Dual-SIM-Kartenfach, das kann man hier öffnen.
Und da kann man eben zwei Nano-SIM-Karten einlegen oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD-Karte zur Erweiterung des Speicherplatzes. Die Micro-SD kann übrigens 128 GB groß sein. Dann haben wir insgesamt vier Kameras. Hier vorne zwei und hinten zwei. Wie bei den meisten günstigen Smartphones machen diese Dual-Kameras aber wenig Sinn. Trotzdem sage ich mal, was wir alles hier haben. Wir haben auf der Vorderseite 8 Megapixel plus 0,3 Megapixel. Allerdings interpoliert sogar ein bisschen mehr. 13 plus 8 Megapixel. Auf der Rückseite haben wir 16 plus 0,3 Megapixel. Auch interpoliert, das sind dann 21 plus 8 Megapixel. Ja, mit diesen extra Kameras möchte man immer so einen Bokeh-Effekt oder sonstige Effekte mit erreichen. Allerdings ist das Ganze softwarebasiert. Das beherrschen dann doch eher nur die teuren Smartphones mit solchen Dual-Kameras, dass wirklich hardwarebasiert solche schönen Bokeh-Effekte erreicht werden. Habe ich letztens zum Beispiel das Elephone U Pro getestet. Da wird es auch wirklich hardwarebasiert so ein Bokeh-Effekt gemacht. Deswegen macht in dem Fall auch nicht viel Sinn, diese Dual-Kamera, aber sei es drum, es ist eingebaut. Ja, den Akku oder das Ladegerät habe ich ja schon ein bisschen angesprochen. Das Coole dabei ist, wir haben hier ein Schnellladegerät. Es wird auch Flash Charge genannt von Orkutel. 5 Volt, 5 Ampere. Und damit lädt eben das Orkutel K10 in etwas über 2 Stunden voll auf, von 0 auf 100%. Man muss überlegen, das sind 11.000 mAh, also das geht dann doch recht fix. Wenn man das Orkutel K10 5 Minuten lädt, dann kann man rein theoretisch etwa 2,5 Stunden telefonieren. So, auch ganz cool finde ich, dass NFC unterstützt wird. Also man kann hier eine Bankkarte anlegen und die wird auch erkannt. Heißt, man kann auch bargeldlos bezahlen an der Kasse zum Beispiel. Das ist recht cool. Dann haben wir auch eine Face Recognition, also eine Gesichtserkennung. Heißt, wir können das Gerät per Gesichtserkennung entsperren. Das lasse ich mal in dem Video raus. Ich vermute nicht, dass es so gut funktioniert. Ich denke mal, den kann man leicht austricksen. Kann ich mir nicht gut vorstellen, dass die vordere Kameras so gut diese Gesichtspunkte eben in 3D erkennen kann. Gut, Fingerprint finde ich auch ganz gut auf der Rückseite und der funktioniert einwandfrei. Ich zeig's mal. Funktioniert immer. Das Einzige ist, dass er doch relativ lang braucht zum Entsperren. Ich zeig's mal. Jetzt ist er aus. Ich halte hin. Und jetzt ist er entsperrt. Also es dauert ein kleines bisschen, aber dafür sehr zuverlässig. Natürlich habe ich auch Antutu installiert. Den Wert habe ich schon ausgeben lassen. Hier sehen wir den Wert 65.168. Das ist kein besonders hoher Wert, aber auch kein super niedriger Wert. Wir sind hier in der unteren Mittelklasse. Zum normalen Arbeiten, zum Facebook, WhatsApp, alles Mögliche, kein Problem. Auch Spiele sind soweit kein Problem. Aber die Hochleistungsspiele werden natürlich runtergeregelt. Trotzdem alles in Ordnung. Aber ich denke mal, für sowas kauft man auch gar nicht das Orkutel K10. Wenn man das Orkutel K10 kauft, dann möchte man eben diesen riesen Akku. Ich weiß nicht, das ist vielleicht für viele Reisende ganz interessant, auch im Zusammenhang mit NFC. Ich denke mal, daran richtet sich so ein bisschen dieses Orkutel K10, dass man damit zum Beispiel bargeldlos bezahlen kann und möglichst ja nicht ständig am Ladegerät hängen muss. Trotzdem sind die Werte ganz gut, passt soweit. Ist völlig in Ordnung. Das wäre es eigentlich schon mal im Schnelldurchgang von den Spezifikationen. Ich möchte noch kurz zeigen, das LTE Band 20 ist vorhanden. Hier sehen wir es. Ist auch gerade aktuell verbunden. Ganz wichtig finde ich mittlerweile. So hat man immer den vollsten Empfang. Das WLAN funktioniert auch relativ gut. Ich habe hier schon mal einen kleinen Check gemacht. Gehen wir mal auf die Details. Downloadrate war 100 Mbit pro Sekunde und Upload waren knappe 12 Mbit. Über mein WLAN, also relativ nah am WLAN-Router. Die Werte finde ich auch ganz in Ordnung. Geht natürlich besser, aber passt. Ist super. Und jetzt geht's an den Akku. Ich werde jetzt die nächsten Tage das Orkutel K10 ausreizen. Immer wieder mal Sachen testen, Videos streamen und so weiter, um zu sehen, wie der Akkuverbrauch so ist. Ja, das werde ich so tagebuchmäßig aufbauen und ganz zum Schluss werde ich dann noch einen kleinen Soundcheck machen,
auch noch ein bisschen Bilder von der Kamera zeigen, so dass eben das Video einigermaßen vollständig ist von den Orkidel K10. Und dann fangen wir mal an mit dem Tagebuch sozusagen vom Orkidel K10. Tag 1, 12 Stunden nach dem Aufladen. Ja, das Display war einige Zeit lang an gestern Abend. Ich habe AnTuTu so ein bisschen installiert, ein bisschen rumgespielt. So, und heute Morgen ist immer noch auf 100%, also noch nicht mal einen Prozentpunkt runtergegangen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Tag 2 und wir sind jetzt bei 91 Prozentpunkten. Ich habe wieder einige Sachen installiert, rumgetestet, Display war immer wieder mal an. Und ich habe eine Stunde YouTube-Videos gestreamt, sogar über eine Stunde. Und ja, jetzt haben wir insgesamt 9 Prozentpunkte weniger. Wir sind jetzt über 2 Tage, also das lässt sich sehen. Wie ich sehe, werden wir so den Akku nicht leer kriegen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal viel länger mal ein Video streamen, so dass wir mal den Akku leer kriegen. Aber wir sehen jetzt schon, der Akku hält sehr, sehr lang. Selbst nach über 2 Tagen haben wir 9 Prozentpunkte verloren, obwohl ich schon einiges tue mit dem Smartphone. So, mittlerweile sind 10 Tage vergangen. Eigentlich wollte ich noch mehrere Tage im Video zusammenfassen, aber ich habe es zumindest schriftlich aufgehalten. Das möchte ich euch jetzt mal dann erzählen. Ja, nach dem dritten Tag habe ich ganz viel YouTube gestreamt, locker so 5,5 Stunden. Und danach waren wir ungefähr bei 73% Akkuleistung. Danach habe ich noch einige Spiele gespielt. Was heißt einige Spiele? Eigentlich habe ich nur ein Spiel gespielt, das war... Need for Speed, No Limits. Funktioniert soweit ganz gut. Manchmal sind so Mikro-Ruckler drin, aber spielen kann man das ganz ordentlich. Passt soweit. Genau, und auch da kriege ich den Akku nicht so wirklich leer. Ab dem vierten Tag ist plötzlich der Akku dann doch ziemlich schnell runtergegangen. Und am fünften oder sechsten Tag war es dann tatsächlich komplett leer, obwohl ich kaum was gemacht habe. Da ist irgendwas im Hintergrund gelaufen, was den Akku gezogen hat. Das war ziemlich blöd. Schade eigentlich. Weil ich das wirklich mal schauen wollte, wie lange das hält im Normalzustand, sage ich mal. Aber irgendwas war da nicht in Ordnung. Dann habe ich den nochmal komplett voll aufgeladen. Hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert. Er war auch nicht besonders warm, also ja, schon ein bisschen warm, aber nicht heiß. Das war in Ordnung. Und mittlerweile ist er, ja, ich würde sagen, 8 Tage an, oder? Müssen wir mal gucken. Schauen wir unter Akku. Nee, sorry, 4 Tage. Da habe ich gelogen. Vor 4 Tagen habe ich ihn voll aufgeladen. Jetzt ist er eben 4 Tage schon an. Und man sieht, ich habe nicht viel gemacht. Der Bildschirm war nicht viel an. Ansonsten habe ich ihn wirklich mehr so im Standby gelassen. WLAN, LTE oder GPS ist die ganze Zeit am Laufen. Und wir sind jetzt bei 87%, also nach 4 Tagen relativ viel Standby, nur ab und zu mal Handy anmachen. Ich habe ein paar Bilder draußen gemacht, bisschen gesurft im Internet, 13% weniger, also da, das geht fast gar nicht runter, das ist nice. Und hier sehen wir es noch 16 Tage verbleiben, wenn man genauso weitermacht. Aber wie gesagt, das war eher relativ schwache Nutzung. Wie gesagt, Bilder, Surfen, viel mehr habe ich gar nicht gemacht. Ja, aber man sieht, dieses Teil hält wirklich ewig lang. Gewundert mich nur diese eine Sache, wo es dann ab 50% ungefähr ganz rapide schnell runterging. Das war ein bisschen komisch. Das war aber genau ab dem Zeitpunkt, wo ich Need for Speed No Limits installiert habe. Ich weiß nicht, vielleicht lief das im Hintergrund und hat extrem viel Akku gezogen. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt so nicht sagen, woran es lag. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir mal den Akkutest ab. Also Orkidel K10 oder das Orkidel hält sein Versprechen. Es ist ein mega riesen Akku, der auch wirklich lange hält. Richtig genial. Und jetzt kommen wir noch zu einem Soundcheck. Und danach zeige ich noch, was für Bilder das Orkidel K10 so machen kann. So, jetzt kommen wir zu dem kleinen Soundcheck. Übrigens, was ich die ganze Zeit nicht erwähnt habe, glaube ich zumindest, ich habe die Helligkeit immer auf mittlerste Stufe gelassen. Also nicht komplett voll, aber auch nicht niedrig. Und so habe ich eben den Akkutest gemacht. Nur damit ihr Bescheid wisst. Jetzt mache ich mal ganz voll. Und dann starten wir den kleinen Soundcheck. Aber ich kann schon im Voraus sagen, das ist nicht der Hit. We'll be right back.
Okay, es soll erstmal reichen. Ja, das ist eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Die Lautstärke ist überhaupt nicht laut. Das war jetzt die lauteste Stärke, was ich gemacht habe. Und ja, auch die Bässe sind eher schlecht, muss ich sagen. Und auch in den höheren Regionen, also wenn es laut ist, rauscht es doch sehr, sehr stark. Also das ist nicht so gut gelungen. Man hat sich halt hier eher auf den Akku konzentriert. Also das ist etwas, was für, ja, für Vielreisende, würde ich sagen. Mit NFC eben, großer Akku. Ja, doch, das ist wahrscheinlich die Nische für Reisende, die nicht so viel an ihre Steckdosen kommen, wie auch immer. Gut, dann zum Schluss noch ein Bildtest oder der Kameratest. Schauen wir uns mal an, ob er auch wenigstens gescheite Bilder machen kann. So, wie versprochen, hier ein paar Bilder. Das ist mal ein Bild mit Bokeh-Effekt. Sieht man außenrum alles unscharf, auch das hier zum Beispiel, und innen scharf, aber das macht er halt nur softwareseitig, dazu braucht man eben nicht diese Dual-Kamera. So, jetzt mal ein paar Bilder von draußen im Querformat, ja, nicht besonders scharf, aber es ist ausreichend. Sagen wir es mal so, das Ganze mal auch im Hochformat nochmal. Die Farben, wenn man das hier zum Beispiel sieht, ja, sieht eigentlich ganz schön aus. Aber ich bin jetzt auch nicht der Profi, was Bilder angeht und Fotos. Beurteilt es einfach mal jetzt selber. So, noch das letzte Foto. Also, ich würde sagen, es ist okay, aber eben auch eher Durchschnitt. Kommen wir zum Schluss, wie immer, zu einem kleinen Fazit. Aber was will man da schon großartig sagen? Das Oketech H10 richtet sich halt an eine bestimmte Nische, und zwar an diejenigen, die ganz viel Akkuleistung brauchen, also wo man nicht oft an die Steckdosen rankommt. Ich denke da speziell an Vielreisende, die ständig unterwegs sind, die zum Beispiel auch NFC benötigen, um bezahlen zu können. Ja, ansonsten ist das Oketech K10 nichts Besonderes. Von der Leistung her ist es okay, aber kein besonders hoher Wert. Mit Antutu gemessen 65.000 hatten wir zur Erinnerung. Ja, Spiele kann man spielen, zum Beispiel Need for Speed No Limits habe ich zwar gespielt, aber da, wie erwähnt, waren auch kleine Mini-Ruckler drinnen. Ja, von der Leistung, so lala, Akku mega, Bilder machen, so lala, Sound eher schlecht. So kann man das ungefähr zusammenfassen, ist sicherlich nichts für jedermann, aber manche finden sich schon, die dieses Smartphone vielleicht haben wollen. Falls du einer davon bist, dann habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link zum Produkt. Dort findest du dann immer den besten Preis. Falls es Coupons oder Angebote gibt, werde ich das immer aktualisieren. Gibt es bei gearbest.com, dort auf jeden Fall immer die Versandmethode Priority Line wählen. Da hat man meistens kostenlosen Versand und man hat keine Probleme mit dem Zoll. Genau, das wäre es eigentlich schon von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder über ein Abo. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Raspberry Co. und tschüss.